Eigentlich wollten wir nur die Sicherung in den Keller bringen und dann wieder schnellstmöglich in das Theater, um uns das Filmband anzuschauen, was wir eingesammelt haben. Doch es kam alles anders. Ein Lautsprechermann hat uns angewiesen, in den Keller zu flüchten, und ihr hört schon im Hintergrund die Sirenen ertönen. Und über unseren Köpfen sahen wir schon Kampfjets. Befinden wir uns in einem Atomkrieg? Kalter Krieg? Egal. Wir werden es heute herausfinden. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Damarip und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zurück zu The Light. Genau, wie ich es jetzt eben angedeutet habe. Eigentlich Sicherung reingemacht, alles super, doch es kam alles anders als gedacht. Wir sind eingesperrt, Leute. Wir kommen nicht mehr raus. Genau, unsere letzte Mission, ja, war es eigentlich, die Sicherung zu suchen und den Keller. Das haben wir beides gemacht, aber wie schon gesagt, es kam alles anders, wie man es immer noch hören kann. Alter, das nervt schon langsam. Ja, wir sollten in den Keller evakuieren und es hat sich diese Tür hier geöffnet. Mit einem Tunnel, der sehr, sehr gruselig aussieht. Und ja, ich habe einfach beim letzten Mal gesagt, wir gucken uns das in diesem Part jetzt an. Und, oh Gott, ich will gar nicht, weil ohne Licht... Ach du Scheiße, ist das dunkel. Egal. Wir werden uns jetzt dem hier wagen. Und durch den... What the fuck, Alter, geht hier ab. Bäh. Hier ist das. Oh, da ist gar nichts weiter. Geht die Tür zu. Boah! Geht die Tür zu. Na, egal. So, was steht hier dran? Du entwickelst dich nicht zu einem Horrorspiel. Warte mal. Wir hatten doch auch noch unsere Menüleiste. Jetzt will ich mal gucken, was... Vielleicht ist das Feuerzeug ein bisschen... Oh Gott! Ich mach beides an. Ach du Scheiße. Alter, wo sind wir hier? Bah, ekelhaft! Hier steht... Alles unter Wasser. Ey, Leute, was geht hier ab? Ohne Mist jetzt. Da ist ein Licht. Ich glaube, aber da geht's weiter. Oha, Leute! Hier sind schon solche Masken. Das ist nicht gut. Wieso? Kann ich dir nicht beantworten. Alter, hier steht alles voll mit Wasser. Okay, wir haben hier eine weitere Notiz. Die Leute setzen sich zufällig in engen Gängen und Hallen des Verlieses hin. Man spürte zunehmende Spannung und es war doch soweit zu sagen, was los ist. In den Hallen oder in der Halle herrschte tödliche Stille. Alle ließen sich das Gesagte verdauen. Und das Entsetzen. Alter, was ist das für ein Flackern? Hör auf! Nee, das ist immer noch. Und das Entsetzen vor dem Geschenk. Achso, vor dem Geschehen, sorry. Rückt da allmählich näher. Ey, ich komme nicht klar mit diesem AE, Alter. Die Stille wurde durch einen plötzlichen Riesenkrach von draußen unterbrochen. Alles zitterte. Staub und Kalk sind von Wänden und Decken runtergefallen. Es schien, als hätte sich da oben eine wahre Hölle ausgebrochen und der Boden unter den Füßen würde gleich in Stücke zerrissen. Die Kanonade? Keine Ahnung, was es sein soll. Der Geräusche war voll mit Heulen, Rumpeln, explodierenden Bomben, Dröhnen, das dem Geräusch von Flugzeug... Was? Flugzeugtriebwerken ähnelt. Okay. Interessant. Also wieso, weiß ich nicht. Sag du es mir. Boah, jetzt ist es hier total dunkel. Willst du mich verarschen? Das ist das einzigste flackernde Licht.
Ey, Leute. Ey, ich kann gar nichts sehen. Ey, ich kann gar nichts sehen. Ist das normal? Soll das so sein? Ey, Leute, das ist... Ohne Scheiß, ich kann nichts sehen. Was? Was geht mit meiner Kamera? Scheiße, meine Kamera flackert so rum. Ey, ich kann nichts sehen. Wenn sich das hier zu einem Horrorspiel entwickelt, dann knall ich das Spiel. Was ist das für ein Geräusch? What the fuck? Oh Gott. Wo laufe ich lang, Alter? Was? Ey, scheiße, Leute, wartet mal kurz. Wartet mal kurz! Das war... Mausempfindlichkeit, Anleitung, Reflexion, Helligkeit. Das ist das Höchste, was geht. Okay, so halb will ich's. Aber meine... Ey, meine Taschenlampe ist broken. Leute, ohne Scheiß, ich sehe nix. Selbst hier die Helligkeit reicht noch nicht mal aus. Meine Kamera ist broken. Ich muss noch mal kurz hier raus. Alter! Ich meine, ich muss da safe hin, aber älter. Ey, meine, das könnt ihr mir doch nicht antun. Boah, Alter, okay, ich muss da hin. Ich meine, ich habe ja keinen anderen Weg, ne? So ist es ja auch nicht. Was ist das denn für ein Geräusch? Ekelhaft, geh weg. Oder bin ich irgendwo hier falsch abgebogen? Aber da war hier irgendeine Tür. Oh, mein Herz, ey. I'm sorry, aber ich habe keinen Weg. Boah, Leute, das ist mir echt zu krass. Leute, ich sehe nichts. Muss ich lang? Da ist nix. Aber ich meine, ich bin jetzt im Kreis auch gelaufen. Ich laufe im Kreis. Leute, guckt euch das mal an. Das ist so schlimm. Was steht hier? Das sind so Atomdinger. Also, gab es irgendeinen Atomkrieg oder sowas? Das ist der einzige Raum hier mit Licht. Ey, Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, da war nichts. Da war nur mein Schatten. Alles gut. Boah, ey. Wieso geht meine... Ich habe wieder irgendwas gedrückt.
kann doch nicht sein. Oder geht jetzt hier wieder die Tür auf? Hä, aber das kann doch nicht sein, dass... dass ich nirgendwo durch kann. Ich kann aber auch nicht raus. Hä? Das wollt ihr mir doch hier nicht verklickern jetzt. Nee, das habe ich schon beim letzten Mal gelesen. Hä, aber wartet mal kurz. Leute, das Ding ist... Das Ding ist, es gab jetzt keine Anzeichen für irgendwas. Okay, ich schau... Fuck, Alter. Ich schau jetzt noch einmal. Aber Leute, das ist echt... Ich habe nichts gefunden. Vielleicht liegt es auch daran, weil es scheiße dunkel ist. Und weil irgendwelche Geräusche mich gerade ficken. War nichts. Da soll ich hier mit irgendwas interagieren. Hier irgendwas zudrehen, ne. Oh, mein Herz fickt mich gerade. Hier ist nichts. Boah, okay, warte, nochmal. Was? Nö. Oder muss ich hier so eine Maske nehmen? Auch nicht. Ey, ich habe bestimmt einen Gang übersehen. Und ärgere mich dann, wenn ich dann nachschauen müsste, welcher das war. Meine. Ey, es ist gerade nicht sehr angenehm. Ich mach's für euch wahrscheinlich heller. Boah. Oder muss ich hier irgendwas mit meinem... Ding erschlagen. Nee. Boah, Hilfe. Jetzt mach ich wieder mein... Jetzt ist es wieder hell. Ich will nicht sprinten. Aber hier war nichts. Ey, ich will mich aber dann nicht ärgern, wenn ich nachgeschaut habe. Ohne Mist. Das will ich halt nicht. Ich will mich nicht dann zum Schluss ärgern, wenn ich nachschauen musste. Oh, ich mag nicht. Aber jetzt ist es irgendwie heller. Spiel gibt mir halt auch nicht irgendwie nochmal so Dinger, wo ich jetzt auch wirklich sagen könnte, ja, das war hier der richtige Weg. Das knackt hier so eklig. Ey, mir geht's gerade nicht gut. Ich kann doch kein Russisch. Was? Okay, da ist ein Weg. Hä? Wie habe ich den hier nicht gesehen? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Speicherpunkt. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Hä? Aber wie habe ich den hier nicht gesehen?
Erklär mir das bitte. Jetzt geht auch meine Taschenlampe wieder. Okay, hier sind die Schatten von den Leuten. Was? Place. Ich habe dafür einen Erfolg bekommen. Okay, wir haben... Alter. Ey, ohne Mist. Ich hätte fast... Aber ich habe... Ich verstehe nicht, wieso der Weg jetzt erst... Ich verstehe. Okay, gut. 24 Tage später. Viele sind tot. Die meisten durch Strahlungen. Jemand vor Hunger, Krankheit. Die Vorräte sind fast aus. Das alles zu sehen, jagt wilde Angst ein. Grausam und schmerzhaft. 638 Menschen. Jeder hatte doch sein eigenes Leben, seine Träume. Verwandte, Mütter, Väter, Menschen... gründeten Familien und erzogen Kinder, nahmen sich was vor. Und plötzlich hatte das alles keinen Sinn mehr. Das heißt, in der Vergangenheit gab es auch keinen Sinn, weil ein solches Ende schon vor langem erwartet war. Erwartet war, ja. Sie sind alle tot, wissen es nur noch nicht. Wir werden alle bald sterben, also sollen wir vielleicht Zeit sparen. Boah. Ey, aber ohne Scheiß. Wie ist das, ey? Ohne Scheiß. Wenn ich das Video hier bearbeite, ich schau mir an, was ich falsch gemacht habe. Aber ohne Scheiß, Leute. Ich bin da dreimal lang gelaufen. Ich cut das nicht raus. Ich bin hier dreimal oder so vorbeigelaufen. Und ihr habt das auch nicht gesehen. Ey, ich hab mich so jetzt erschrocken. Was? Keiner mehr ist sicher. Nee, oder? Ey, ich hab Angst. Warte. Alter, was ist mit uns los? Haben wir irgendwelche Bahnvorstellungen? Die Tür ist gesperrt. Oh, hallo! Okay. Vielleicht will ich da auch nicht hin. Was ist mit meiner Maus, Alter? Ey, was ist das hier? Ey... Wartet mal kurz. Ich habe einen neuen Mikrofonständer. Das allererste Mal. Und wisst ihr, was ich mit dem mache? Ich stelle den so ein, dass ich ganz weit weg bin vom Computer. Wieso kann ich nicht hier raus? Scheiße, es geht nicht weiter. Das kann ich nicht lesen. Umdrehen. Boah. Ich musste doch da hinten lang. Was ist mit meiner Maus? Das ist nicht schön, was gerade hier passiert. Was ist mit meiner Maus, Alter? Ich habe keine Kontrolle über meine Maus. So Schiss gerade. Ich hab so Schiss gerade.
jetzt wieder ein Bad. Ich will nicht ins Bad. Was wieder? Boah, Alter, was geht hier ab? Ey, mein Herz gerade. Und wir in so einem Filter hier, oder was? Stattet du mal weiter ein. Oh! Alter. Ich hab gesagt, wenn das hier zum Horrorspiel wird, ich kriege das Spiel. Nicht dein Ernst. Ich muss einen Code suchen. Jeder ist dies... Was? Jetzt ist dieser Ort das Heim von 100 Seelen. Die ziehen... Ah, warte, warte, warte. Ich habe eine Idee. Was war das für eine Zahl? 3? 6? 8? Ich jetzt nach diesem verschissenen Code suchen oder was? Hier ist noch eine Notiz. Weißt du, der wahre Tod ist viel grausamer als das, was uns üblicherweise im Film gezeigt oder in der Literatur erklärt wurde. Es lässt sich nicht übertragen. Man kann es nur erleben. In der Kombination mit geruchdrückender Energie des Grauens mit Schreien Stöhnen erobert dieses Gefühl vollständig und lähmt. Vielleicht ist der einzige Weg, dies ohne Gesundheitsrisiken zu erleben, ein Traum. In einem Traum können wir diese unglaublich frierende Angst spüren, die uns kalten Schweiß ausstößt. Könnte es doch wohl immer nur ein Traum sein. Ey, ich will aber jetzt keinen Code suchen. Ich habe keinen Bock auf einen Code. Boah, nee, ich habe... Nein. Ich habe wirklich keinen Bock jetzt auf einen Code. Das hier ist der Ausweg. Scheiße. Oder war es andersrum? Ey, Leute, es tut mir leid, wenn das jetzt so scheiße rüberkommt, aber... Boah, es tut mir so leid, aber ich gehe da nicht nochmal zurück. Mein Herz. Ey, ich suche jetzt keinen ich suche jetzt keinen Code. Ich suche... Fuck, Alter. Und raus hier. Raus hier. Boah. Ey. Es tut mir so leid, aber ich musste jetzt nachschauen, was der Code ist. Alter, mein Herz. Wer steht da? Niemand steht da. Wie ich es mir gedacht habe, wir sind, glaube ich, in der Villa. Maus, hallo. Am 5. August. Infolge des überraschenden und verräterischen Angriffs wurde mehr als 7% der Bevölkerung umgebracht. 2020. Also spielt das hier in der Zukunft. Wie ich es gesagt habe. Wir sind in der Villa, wo wir vorher nicht rein konnten, sind wir jetzt. Was ist denn mit meiner Maus? Sind irgendwelche Fussel. Ach du meine Fresse. Da geht's nicht rein. Okay, ich glaube, ich kann mein Dings ausmachen. Alter! Hier ist nochmal ein Zettel.
Ich habe das geschafft. Warte, ich muss mal kurz mein Mikrofon hier eindingsen. Das ist okay. Ich habe das geschafft. Es war... Nee, jetzt macht es ein bisschen Sinkflug hier. Ich muss es mal so festhalten. Ich habe das geschafft. Es war schwer zu entscheiden. Aber ich übernahm die Verantwortung. Es gibt keinen Kampf mehr. Das Unvermeidliche zu ertragen und darauf zu warten. Mit blutigen Händen öffnete ich die hermetische Tür und ließ den Tod herein. Genauer gesagt, ich habe dem nur ein wenig geholfen. Es wäre wohl schneller und einfacher, aber vielleicht scheint es mir doch nicht so. Habe ich richtig getan oder gehe ich wegen meiner Tat in die Hölle? Das weiß ich nicht. Ob du das tust? Steht hier nichts weiter. Okay. Bah, okay, Alter. Ich komm. Boah, meine Karte ist voller Blut. Ich bin voller Blut. Was ist hier passiert? Mach das Ding auf. Ich bin voller Blut. Fuck. Nein, ich will dich doch gar nicht. So. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nee, das ist nur das Foto. Boah. Das waren also die... Raketen. Das sieht mir sehr nach Ende aus. Ja, was wollte ich sagen? Wir haben noch das Filmband eigentlich. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt mit direktem Weg. Alter. Zum Theater. Es hört sich nach Ende an. Ich will noch kein Ende. Hallo, bist du bescheuert? Okay, wo ist der schnellste Weg? Ich glaube. Okay, da sind nur die Raketen draußen. Boah. Ey, dieser Tunnelpart jetzt, das war nicht gut. Das war nicht gut für mein Herz, meinte ich. Es ist wieder hell. Okay, Wetter. Spiel nichts Falsches mit mir. Zum Lecture. Theater. Ah ne, den Film haben wir ja schon reingemacht. Wir brauchten nur noch den Strom. Boah, ey, ohne Scheiß. Dieser Kellerabteil jetzt. Ich bin tot, ey. Ich bin so tot. So. Und wir haben jetzt hier... Irgendwas runter, runter, hoch, hoch. Ein Ersatzteil. Nein! Boah, nee, Alter. Kein Bock jetzt auf ein Ersatzteil. Leck mich. Ich bin doof. Ich bin doof. Wir hatten noch den Automat. Kurz mal wieder verloren gefühlt, aber... Da, da ist er schon. So. Und da ist auch das Ersatzteil drin. What? Muss ich das... Ey, das ist so geil gemacht. Ja, eh, Ende. Nein. Eine Minute, 37 Sekunden später. Komm ich hier raus? Ach, eh, halten. Und das ist das Ersatzteil. Gut, dann haben wir das auch schon gelöst. Oh Gott, ey. Ich habe schon fast jetzt Panik bekommen. Hat man mir
mir wahrscheinlich auch angemerkt, weil ich jetzt keinen Bock gehabt hätte, irgendwie stundenlang nach so einem Ersatzteil zu suchen, aber... Was war das? Warte mal. Sind jetzt die Fernseher an? Wir wollen es gar nicht wissen. Bitte setzen Sie ein. Ach du meine Güte. Ach so, ich muss die... ich muss die miteinander verbinden. Nee, ich wollte... Das ist schon so... Ach, das ist so ein geteiltes? Nee, da muss es gar nicht hin. So, und es muss ja mit dem ver... Nee, das war schon richtig so. Nee, weil oben das ist, genau. Nee, weil oben das ist, genau so. Das so, dass das wieder nicht miteinander passt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir müssen da oben, also wahrscheinlich das und das, weil an den anderen ist ja nichts dran. Heißt, wir müssen nur die miteinander verbinden. Aber das habe ich doch schon eigentlich gemacht. Wenn, dann muss es ja so sein. Das so. Vielleicht. Und dann, aber das macht dann mit dem keinen Sinn mehr. Ach, warte mal. Muss ich nochmal schauen. Das hier eigentlich so hier. Aber dann macht das mit dem keinen Sinn mehr. Heißt, es muss doch so hier. Aber nein, dann macht das mit dem keinen Sinn mehr. Also muss es so. Aber dann muss ich das drehen. Aber dann macht das keinen Sinn mehr. Es kann doch nicht sein, dass ich sowas schon wieder verkacke. Zwei Stunden später. So, jetzt gucke ich das. Ich, Alter. Ey, ohne Mist. Das Spiel war atmosphärisch gut bis zu diesem Punkt jetzt. Boah. Ey, ich hab... Wenn jetzt hier gleich ein Speicherpunkt kommt, ich nutze den. So, jetzt... Schauen wir uns den Film an. Der Fortschritt. Vernichtet die Menschheit. Kriege, Konflikte, das Sterben nach neuen Technologien. Die Sucht nach endloser Bereicherung. Das ist unsere Krankheit. Ja, das ist unsere Krankheit. Unsere Arbeit. Ein bisschen viel zu laut. Und unser Glaube an unsere eigene Macht. Zu einer logischen Schlussfolgerung. Nicht mehr lange. Nicht mehr lange. Aber am Ende... Wenn wir weg sind. Sagt die Natur Danke.
Das war der Film jetzt. Gut. Muss ich jetzt raus wieder? Habe ich vielleicht jetzt hier unten gleich einen Speicherpunkt? Den würde ich gerne nutzen. Bitte. Danke. Wenn niemand was dagegen hätte. What the fuck? Will das Spiel das? Fuck. What the fuck? Was geht hier ab? Okay. Leute, ich weiß nicht, was hier passiert. Aber es wird creepy. Und bevor ich jetzt hier irgendwas noch mache, beende ich lieber den Part. Ey, egal was jetzt hier passiert, egal was jetzt noch kommt, wir erfahren das alles im nächsten Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann bitte einen Daumen nach oben lassen. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, ciao.